Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Anno 1800. Und wir widmen uns heute natürlich wieder unseren Touri-Freunden, unseren Touristen, die wir jetzt neu bekommen haben in der Stadt, beziehungsweise versorgen. Und deswegen baue ich gerade auch noch ein paar Hotels aus. Wir werden die in Zukunft nicht alle hier vorne bauen, glaube ich, sondern ein bisschen in der Stadt verteilen. Aber müssen jetzt gerade mal schauen, weil wir brauchen 850 für den Eisernen Turm. Den Eiffelturm würde ich gerne mal bauen und gucken, was der für Bonis gibt und generell wieder aussieht im Spiel und so weiter. Daher werden wir das gerade mal gucken, dass wir die Touristen ranbekommen. 850 ist natürlich eine kleine Zahl. Dort ein bisschen, 90 Touristen, ist zwar immer so viel. Okay, in der Zwischenzeit werden wir uns gerade mal darum kümmern, dass wir Schmuck herstellen können als neue Exportware. Und dafür müssten wir zwei neue Item-Slots freimachen. Und zwar Baum. Einmal Baum bitte, einmal, also natürlich Holzer und das Getreide. Getreide müssen wir natürlich sehen, dass wir das jetzt ausgleichen. Machen wir 2000 raus. So, 175 Sekt rein. Einmal Fotografen raus, weil wir haben es sehr, sehr knapp mit Fotografen. Haben beide weg. Und brauchen dafür dann Gold und Perlen. Perlen müssen wir noch mit für Zement einmal dealen. So, was machen wir dafür? Nehmen wir Glühbirnen. Ja, 1400 waren das, glaube ich, ne? 1404. Dann haben wir auch den Zweig fertig. 49 Glühbirnen, das tut uns nicht weh. Wir produzieren eh drei- und viermal zu viel. Und nehmen wir Sekt oder nehmen wir Brillen mit rein, dass wir ja generell unsere Pyramide ein bisschen weiter füllen. Dementsprechend auch neue Exportbüros und sowas bekommen. Von daher, ja, machen wir das so. Und Gold, wo ist es? Da. So, wie viel nehmen wir? Machen wir 400? Denken wir, das wird reichen. Können wir eventuell noch anpassen nachher. 72 bringt uns nicht um. Eventuell werden wir es noch ein bisschen vergrößern demnächst. Aber wie gesagt, passt so. Okay, weil wir sehen, Phonographen ist schon ganz schön eng. Deswegen müssen wir das ein bisschen entlasten. Haben wir noch irgendwas gerade? Schokolade können wir nochmal reinhauen. Dass wir da so viel Plus machen, obwohl wir das nur durch die Bäckereien produzieren, hätte ich auch nicht gedacht. Nehmen wir das mal so rein. Ah, wohl, hier ist ein bisschen zu viel. Machen da auch Sekt rein. So. Ah, wir haben die 2000. Die 850 schon. So. Und wo können wir noch Phonographen ersetzen? Obwohl, die müssen sich auf Dauer jetzt eingrooven. Ja, ein eiserner Turm! Ja! Aber natürlich machen wir das, meine holde Maid. Jetzt wählt eine Insel, die eines so monumentalen und historischen Werks. Okay, wo bauen wir es hin? Natürlich hier. Stellt euch das mal vor. Neben den Lehmgruben. Nein, wir bauen es natürlich hier vorne hin. Das haben wir ja schon mal besprochen gehabt. Jetzt gucken wir gerade mal Chemiefabrik, gucken wir uns gleich an. Wie groß ist denn das Moped? Ui, okay. Ist schon ein bisschen größer. Machen wir das hier so mitten in die Stadt rein? Passt das rein? Nee, ne? So, und dann als Plaza quasi. Ja, machen wir mal. Wir machen mal ein bisschen frei hier. So. Wir sind ja keine Rekordbauer, von daher können wir da so ein bisschen mal uns Platz scheffeln. So. Und jetzt gucken wir mal, dass wir es so schön bündig reinbekommen. So würde ich sagen. Oder machen wir es einen Platz hinten freilassen? Drei in jede Richtung. Nochmal drei Kacheln in jede Richtung. Ich glaube, so machen wir es. Und dann werden wir es dann noch ein bisschen verschönern. Aber na klar, es hat einen vielversprechenden Anfang. Wie machen wir die Straßen? Ich glaube so. Das sieht doof aus, weil das so... Nee, nee, das machen wir nicht. Das sieht doof aus, weil das nicht parallel bzw. symmetrisch ist. So. Und mit dem Weg gucken wir gleich mal. So, schauen wir mal. Wie können wir das ein bisschen verschönern? Wir brauchen natürlich garantiert noch einen Weg... Oh, was ist denn hier? An unseren treuesten Untertanen. Während der Eröffnungszeremonie benötigt Ihre Majestät für Ihre Unterbringung die beste königliche Suite in Ihrem besten Hotel. Sie hat erwähnt, dass vor allem die gute Aussicht auf das Monument Sie gewogen machen würde. Okay, damit meinen die wahrscheinlich die, den Eiffelturm. Da Ihre Majestät eine passionierte Leserin ist, sollte Ihre Suite mit einem außergewöhnlichen Exemplar seltener und kurzweiliger Lektüre ausgestattet sein. Ihre Majestät hat darauf bestanden, nur mit kleinem Gefolge anzureisen. Folglich müssen Sie, Ihr treuer Untertan, eine Zofe mit ordentlichen Referenzen stellen, die Ihre Majestät jeden Wunsch an den Lippen abließ. Okay, was heißt es auf Deutsch? Hotel. Ah, die wollen ein Hotel hier haben. Okay. Das machen wir sofort. Wir werden jetzt immer gucken, dass wir das ein bisschen verschönern. So, wir haben hier noch ein paar neue Sachen bekommen, die wir bauen können. So ein kleines Beet. Na. Nee, eigentlich genau bündig, Tobi. So, können wir das hier rüber machen? Ja, das geht. So, jetzt haben wir noch ein paar Bäumchen. Können wir so ein bisschen versetzt hier hinstellen.
Ist jetzt nichts Weltbewegendes, ihr kennt mich ja vom Schönbauen her, aber ich möchte es ein bisschen versuchen, schöner zu machen als sonst. Machen wir mal ein bisschen versetzt. Und dann denke ich, sieht das schon mal nachher ganz ordentlich aus. Zumindest für meine Verhältnisse. Hier machen wir es auch versetzt. Und weiter geht's. Gleich sind wir rum. Und gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, ist sogar schick geworden. Vielleicht ein bisschen eintönig von der Farbe, ne? Wäre schön, wenn wir noch andere Farben, andere Bäume hingesetzt hätten. Aber ist schon okay. Dann machen wir noch ein bisschen, diese Allee ein bisschen schöner hier. Was können wir da so machen? Bühne. Ja gut, das sind so Kleinigkeiten. Machen wir hier so, ein Beet quasi vom Palast hier hin. Ist ein bisschen blöd, dass der Palast halt 11 Felder breit ist, ne? 5, 5, 11. Ja, also insgesamt 11. Ist ein bisschen blöd, finde ich. Schade, dass es so gemacht wurde. Jetzt machen wir einen dritten Weg hier hin. Dann fällt das nicht ganz so auf. So. Haben wir das so ein bisschen kaschiert damit. Jetzt machen wir innen rein jeweils die gelben. Außen die roten. Und entlang, da machen wir noch irgendwelche normalen Bäumchen. So eine Art Allee. Ja, ist okay, ne? Für den Anfang ist es in Ordnung. Sieht ganz schick aus. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, ich weiß, aber ist für den Anfang in Ordnung. Jetzt machen wir hier vorne noch so ein kleines lilanes Feldchen hin. Lilanes Beet. So, hier hin. Ja, ist in Ordnung. Gut. Was haben wir denn hier? Wir müssten ein Hotel bauen, hat sie gesagt. Können wir das schon bauen? 1500 Touris brauchen wir dafür. Holz und Zement. Okay. Das sind drei Phasen. Wird also auf jeden Fall kürzer als die Weltausstellung werden. Gut. Dann brauchen wir noch ein paar. Müssen wir noch ein bisschen gucken gleich. Dann werden wir das Hotel erstmal setzen. Gegenüber. Was für eine Reichweite muss es wohl haben? Schauen wir mal. Irgendwo daneben quasi, ne? Dann bauen wir das mal. Wie groß ist denn das wirklich im Vergleich? Müssen wir schon ein bisschen was abreißen, ne? Bisschen blöd jetzt hier. Wie machen wir das? Direkt hier dran? Machen wir das direkt an das... Ja, ich glaube hier so dran. So, und dann müssen wir glaube ich auch noch Häuser abreißen. Ja. Überaus angemessen. Wir gehen davon aus, dass es eine Aussichtsplattform auf dem Turm gibt. Natürlich, für dich haben wir alles, Mademoiselle. So, haben wir jetzt überhaupt eine Bushaltestelle für... Ne, haben wir nicht. Dann drehen wir das ganze Zeugs einmal. Geh mal an die Seite. So. Gucken wir einmal hier. Bushaltestelle, komm mal her. Dann haben wir auch gleich den Eiffelturm mit drin. So. Und dann passt es. Was war das denn gerade? Ach, Baumschule, ups. Okay, das haben wir gemacht. Was möchte sie jetzt? Liefern Sie Urlaubsliteratur an das königliche Versorgungsschiff. Was? Die Königin hat eine Vorliebe für fantasievolle Belletristik? Belletristik? Ich weiß gar nicht. Und romantische Abenteuer, egal ob alt oder neu, vor allem für solche, die fröhliche Urlaubsstimmung verbreiten. Verwaltungsschriften und andere langweilige Werke werden ihr hingegen sehr missfallen. Jetzt schätze ich mal, weil es gibt, glaube ich, gibt es einen Punkt? Ja, nur wo wir es hinliefern sollen, ne? Ich schätze mal, dass es ein neues Item irgendwo ist, das man durch die Händler bekommt. Da muss ich dann mal schauen. Dann brauchen wir nicht jetzt hier die ganzen Items durchskippen. Beim alten Nate und beim Archie und sowas. Ich schätze mal, dass es ein spezielles Buch ist. Wenn ihr das wisst schon, könnt ihr es gerne reinschreiben. Also ich schätze mal, dass es ein Buch ist, das man irgendwie von Archie dabei bekommt. Aber egal, schreibt es gerne in die Kommentare. Gut. Hier können wir leider nicht weitermachen gerade. Dann werden wir uns jetzt um die Geschichte Schmuck kümmern. 350 haben wir geholt, ne? 400, okay. Ist das jetzt angekommen schon? Nee, noch nicht ganz. Wann kommt denn das nächste Mal? In 9 Minuten. Okay, dann bauen wir in der Zeit schon mal die ganze Schmuckgeschichte auf. Wo machen wir das hin? Fehlende Waren. Ah, wir müssen uns um die Geschichte mit den Schienen kümmern, ne? Ist nicht ganz so cool, muss man sagen. Wo kriegen wir das? Wir müssen am besten hier so eine Abzweigung nach rechts bekommen, dass sie auch da nochmal wenden können. Hier oben kommen wir nicht mehr raus. Das können wir drehen. Was ist das eigentlich? Die Schule? Dann haben wir hier gleich einen Platz frei, wenn wir die Straße abreißen. Und das Häuschen hier. Oder wir können da ein Bäumchen wegmachen. So.
Ein bisschen Straße weg. So, ja, machen wir es rum. Okay. Und jetzt führen wir die Schiene auch noch da oben hin und dann können sie noch ein bisschen besser sich da koordinieren. Ja, ein bisschen blöd, dass es in den Innenraum vom Palast geht, beziehungsweise in diesem Vorraum. Aber wir können die anderen Sachen nicht weiter verschieben. Nee, höchstens, nee. Oder? Nee, wir lassen es so. Ist okay. Werde ich gegebenenfalls nochmal offstream das hier ein bisschen umbauen. Aber so lassen wir es erstmal. Gut, dann hoffe ich, dass sie auch diesen Weg hier mehr nutzen und diese Bahn hier mehr entlastet wird. Gut, sonst war es ja eigentlich soweit in Ordnung. Ja. Was auch ein bisschen auch blöd ist, dass die teilweise, keine Ahnung, viermal mit einem Zug hier reinfahren und den alle dasselbe Kraftwerk beladen. Nee, der fährt jetzt weiter wenigstens, okay. Gut, der fährt hier wahrscheinlich rechts rein. Gut, fehlende Waren. Quarzsand. Ach was. Das produzieren wir, ne? Das stellen wir, das holen wir nicht per Speicherstadt, meine ich. Ne, das sind die hier, ne? Quarzgruben, genau. Hm, haben wir hier Strom generell? Er hat Strom, ja. Er nicht. Gut, dann machen wir das so, dass wir jetzt auch zukünftig hier Strom haben. Und dann kommt er auch bis hier hin. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe es. Für die beiden. Ja, läuft. Da war noch Öl drin, alles klar. Vielleicht wird das hinhauen. Ansonsten müssen wir da noch nachordern. Das werden wir im Auge behalten. Ich glaube, beim Schmuck... Brauchen wir da Glas? Nee, nur Perlen und Golderz. Gut, dann kümmern wir uns darum, dass wir jetzt hier weiter eine Handwerkskammer bauen. Wo machen wir es bei? Können wir hier vorne beipacken. Hier auch noch. Ein bisschen näher Richtung Siedlung. Nee, wir machen es hier oben weiter. Machen wir hier oben dran. Planungsmodus aus. Die bauen wir direkt aus. Die brauchen wir nämlich auch direkt. So, genau. Hier ist ein passender Bereich. Rinder. Straße einmal lang. Und dann bauen wir. Wie groß sind die? Oh, die sind ja ganz schnuckelig. 1, 2 ist nicht drin, ne? Ne, die müssen zwingend drin sein. Geht nicht anders. 1, 2, 3. Ah, ich vernehme mal den 5. Schnell produziere die 15 Sekunden. Zyklus. Da können wir genug exportieren, ne? Wir testen es mal mit 5, ob es hinhaut. Ob wir die Waren dafür haben. Hier müssen wir gucken, dass da bald noch eine hinkommt. Dann lassen wir den Platz erstmal frei. Jetzt geht es immer darum, Lagerhäuser wieder zu platzieren. Gehen wir hier oben dran. Na? 1, 2. Machen wir ein Stückchen frei. Kommen wir rum mit der Straße? Ne, kommen wir noch nicht. Dann machen wir noch ein Stückchen. So. Aufrüsten. Jetzt fehlen natürlich Waren, das ist klar. Die brauchen natürlich rein theoretisch Goldbarren. Das ändern wir jetzt erstmal. Da kommt nämlich Goldschmied Gilbert rein. So, haben wir noch was für die Goldschmiede gehabt? Ich glaube nicht, ne? Erstmal nicht. Dampfwagen, Tierhöfe, Kraftwerk, Brillenfabrik. Erstmal nicht. Gut. Und dann brauchen wir Perlen und Golderz. Die Goldschmiedengeschichte, beziehungsweise die Goldbarrengeschichte, die sparen wir uns. Jetzt gucken wir gerade mal, ist die Zeit rum? Ich glaube eher nicht, ne? 4 Minuten 40, nein. Gut, wie sieht's hier aus? Alles soweit in Ordnung. Dann könnten wir gucken, dass wir schon mal Sachen vorbereiten für die Geschichte Gulasch à la Strogoff. Und zwar müssen wir dann dahin und was war das nochmal? Mais? Wir bauen mal ein zweites Restaurant, dann wissen wir auch, was es genau war. Zweites Restaurant. Okay, ist ein bisschen blöd, dass man den Radius nicht sieht, ne? Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Man den Radius nicht sieht, das ist ein bisschen blöd. Also ungefähr hier. Ja, passt ganz gut. Machen wir es hier ran. Okay, verstellen wir die Schiene hier. So. Schiene neu bauen natürlich. Straße. So, und natürlich auch eine Bushaltestelle. Ups, wieso drücke ich immer auf die Tourismusgeschichte, auf die Ornamente? So. Das funktioniert. Jetzt gehen wir ins Rezeptbuch rein. Alles im Voraus? Ups. Ich? Alles im Voraus? Ja, auf jeden Fall nicht. Gulasch à la Strogoff. So, Rezept wählen. Und jetzt müssen wir natürlich auch... Ja, genau. Er will es auch hier direkt
Oder sie will es auch direkt, dass wir das auch passend produzieren können. Mais, Rindfleisch und Paprika. Paprika können wir... War das in der neuen Welt? War das neue Welt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ne, hier ist auch Paprika. Haben wir hier irgendwo Paprika? Hier haben wir Paprika, ja. Okay, das können wir also sehr schnell erledigen. Paprika ist bei Konserven bei, ne? Ja. Ja, die haben ja eh noch ein bisschen Platz hier und wir werden hier nicht viel drauf machen. Von daher können wir ruhig auch Paprika holen, herholen. Eins, zwei. Ich weiß nicht, wie viel braucht man da wohl? Fangen wir mal mit Vieren an, ne? 108 Felder. Keine Ahnung, wie viel wir da brauchen. 108, ja. Nehmen wir mal einfach hier so eine Rutsche mit. Und dann gucken wir mal, dass wir auch das nächste Gericht schon mal an den Mann und an die Frau bekommen. Okay, das war nicht so sexy, aber hier kann man ja noch eine andere Farm hinsetzen. Gut, 4. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein neues Lagerhaus. Haben wir noch genug Sachen dafür? Ja, okay. Wir produzieren ja eh Bretter. Gut, okay. Papier haben wir. Ach, Papier. Paprika haben wir. Was war das noch? Mais und? Mais und? Mais und? Kein Lagerhaus, da kümmern wir uns auch noch drum. Das reißen wir hier. Wie weit kam das? Ach, toll. Ernsthaft jetzt? Das ist bitter. Können wir das irgendwie noch ein Feld runtersetzen? Vielleicht kommt er auch nicht dran, weil er keine Straße hat. Wir reißen mal die Bäumchen ab. Eins weiter runter. Ah, wir haben keine Straße hier. Hier müssen wir die abreißen. Komm schon, bitte. Bitte, 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 bitte. Och ey, das ist aber auch echt bitter jetzt. Komm, noch ein bisschen weiter nach unten setzen. Reicht das jetzt? Dann halt nicht. Dann halt nicht. Komm, Lagerhaus hierhin, fertig ist die Laube. So, und jetzt hör auf zu meckern. Ach, fehlende Ware meckert er jetzt noch. Ja, aber man sieht's, weiß der Christian, da ist es nicht rum. Hat leider nicht gereicht. Okay, Mais und Rindfleisch. Rindfleisch war neue Welt und Mais auch. Ups, das ist die alte. So. Wo haben wir noch ein paar Leutchens übrig? Hier haben wir noch 67, hier haben wir 180. Und hier haben wir 96. Und die Siedlung, wo ist die eigentlich hier? Ach, die haben auch eine Baumschule. Ach ja, das war ja für Kokosöl, Zimt, Zitrusfrüchte und Kampfer. Okay, also da müssen wir auch noch was machen. Wir brauchen also demnächst die alte Welt, beziehungsweise die neue Welt noch viel. Hier haben wir noch nicht so viel Siedlung ausgebaut, dann machen wir es hier. Hier haben wir, glaube ich, diese ganze Produktion für die neue Weltgeschichte gemacht, ne? Ja, Maisgeschichte. Okay, volles Lager, was ist denn los? Ja gut. Ach, hier haben wir schon Mais übrig. Ja, wir bauen aber trotzdem noch ein bisschen was an. Das geht ja fix. Mais ist bei Tortillas, ne? Genau. Und Rindfleisch auch. Wo machen wir das? Machen wir extra so eine Abteilung quasi für diese Geschichte jetzt. So. Eins, zwei machen wir mal hier hin. Und dann Mais erstmal. Machen wir auch. Eins, zwei, drei, vier. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie viel wir da wirklich im Endeffekt verbrauchen werden beim Hotel. Ich habe da wirklich keinen blassen. Wir machen jetzt einfach mal wirklich frei nach Schnauze und schauen, wie es nachher läuft. 131, 168. So. Eine noch. Und dann noch vier Rinderfarmen. Ich weiß gar nicht, arbeiten die gleich schnell? Ja, arbeiten gleich schnell alle. Passt ja sogar. So, und vier Rindergeschichten. Wie groß sind die? Ah, die waren so groß, okay. Die konnte man aber, glaube ich, ganz gut. Eins, zwei, drei. War das richtig? Nicht ganz. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Na, sechs eigentlich, ne? Nicht so gut gemacht. Überhaupt nicht gut. So lange nicht mehr gebaut, die Geschichte hier. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. So, jetzt einmal freies Feld hier haben und dann einmal vernünftig machen. Ups, Tortilla-Bäckerei ist natürlich Quatsch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Und das kopieren wir jetzt noch einmal und dann ist gut. Das war kopieren, ne? Ja.
Man sieht hier nichts, das ist so schlimm. So, so könnte man das, glaube ich, machen. So war das richtig. Boah, dieser Wald muss weg. Ich sehe hier nichts. Meine Fresse. So. Okay, Straße rum. Und dann sind wir fertig. Da müssen wir die ganze Route noch einstellen. Und dann haben wir auch das nächste Gericht. Schon drüben. Reichen die beiden? Nee, ne? Eins, zwei. Komm, ein Lager aus kriegen sie noch hin. Wir sind spendabel heute. Arbeitskräfte, wir brauchen noch 3, 4 Häuserchens. So, okay, Route. Machen wir eine komplette Route für diese Gerichtgeschichte? Ja, ne? Das heißt, wir gehen hier hin. Wo war das? Aguacate. Danach eine alte Welt. Nee, Quellane nach Dorothea. War das hier oder war das hier? Ich glaube, es Skerbiat war das. Können wir mal sehen. Ist schon Paprika da? Da, ja, ist schon da. Alles gut. Und dann liefern wir es hier alles weg. So, machen wir zweimal. Und hier in Aguacate nehmen wir zweimal Mais mit. Neue Welt Mais. Und Rindfleisch ist bei... Nicht bei den landwirtschaftlichen Produkten? Oder bin ich gerade blind? Zwischenprodukt ist es auch nicht. Hä? Da ist es doch. Neue Welt. Ist das nicht ausschließlich ein neue Welt-Item? Okay. Gut, jetzt haben wir es auf jeden Fall. Und dann alles abladen in Drachenstein. So, Drachenstein, aka Stachelschwein, Abmarsch. Und die Route ist die Drachensteinversorgung. Abmarsch. Gut, das wird ein bisschen dauern, bis er einmal hier war. Wir stellen aber zur Sicherheit, weil wir hier auch ja Mais brauchen für die Produktion, stellen wir zur Sicherheit eine Mindestgrenze ein. Und zwar machen wir da raus 100... Dinger, ne? So kann er jedes Mal 100 abholen und wir haben noch 100 zur Verfügung, wenn was ist. So, rüsten das gerade mal auf. Können wir sogar ein bisschen mehr lagern. Passt. Sitzt, passt, hat Luft. Gut. Okay. Wie sieht's hier aus? Wie viele Leutchens haben wir jetzt? Schmuck ist noch nicht angekommen, weil wir müssen das jetzt natürlich ändern. Da ist er gerade. Können wir das schon? Ja. Weg damit. Perlen rein. Wie viel nehmen wir? 400, ne? 1 zu 1 quasi, wie das Gold auch. 78 Glühbirnen. Die haben wir auch bald im nächsten Zustand schon wieder. Sehr schön. Phonographen 0. Ja, wir müssen das noch ein bisschen entlasten. Mit der Phonographengeschichte. Oder ein bisschen mehr bauen. Produzieren die denn überhaupt? Oder ist da Elektrizitätsproblem noch? Ja, siehst du? Genau das ist das Problem. Dass die dauernd nicht produzieren. Wo ist denn hier das? 1700 haben wir noch drin. Wo sind denn die ganzen Frachter, die ganzen Züge? Was ist los mit euch? Ja, also das finde ich Quatsch. Warum? Warum bringt da jetzt einer 198 hin und noch einer 250? Das verstehe ich nicht. Zug, klick, um Zug zu springen, warte mal. Ja, das ist völliger Blödsinn. Warum? Da sind jetzt gerade... nicht ernsthaft, machen wir auf schneller. Da sind jetzt nicht ernsthaft alle Züge drin. Will das Spiel mich verarschen? Dann ist kein Wunder, dass wir nicht überall das Öl haben. Mal ernsthaft, kann mir da jemand helfen? Hat da einer eine Ahnung, warum die hier die Karawane nach China bilden? Verstehe ich nicht. Da rasseln die allesamt hin und bringen alle Öl hin. Und hier vorne haben sie nichts. Weil wir haben deswegen auch keine Fotografen. Verstehe ich nicht. Ja, die bilden hier komplette eine Kolonne. Aber wenn ihr mir da helfen könntet, weil das wäre super. Das ralle ich nicht. Weil dann ist kein Wunder, dass hier niemand ankommt. Was machen die denn jetzt? Wo wollen die hin? Kann man das schon sehen irgendwie? Nee, ne? Das darfst du keinem erzählen. Hier fährt hier gleich 3 Kilometer langer Zug durch die Gegend. Und die fahren jetzt alle dieselbe Richtung, oder was? So, wo wollt ihr hin? Die fahren jetzt alle nach da oben, oder was? Ich werd bekloppt. Die liefern jetzt alle dasselbe Ziel ab. Liefern die an. Na okay, die fahren runter. Okay, wenigstens etwas. Aber wie bescheuert ist das denn bitte? Er fährt direkt weiter. Jetzt verteilen sie sich. Er fährt hier. Einer fährt jetzt hier runter, der andere fährt hier hoch wahrscheinlich. So wie es sein sollte. Weil hier oben ist ja auch noch ein Kraftwerk, wo wahrscheinlich gerade. Ja, hier steht schon, dass sie Waren bekommen. So ist es in Ordnung. Und jetzt können auch alle arbeiten.
Warum nicht gleich so? Muss ich mich jetzt aufregen? Verstehe ich nicht. Gut, wir schauen mal, ob gerade alles in Ordnung ist. Ach, hier sieht man auch übrigens Kunden, ja. Kein Arbeitspensum für Touristen. Ja gut, dass sie nicht arbeiten, ist klar. So, wir schauen gerade mal rein, ob hier alles in Ordnung ist. Nähmaschinen sind immer noch zu wenig. Und Pelzmäntel müssen wir auch noch ein bisschen rangehen. Wie sieht denn das aus hier mit den Pelzmänteln? Wolle ist da. Felle haben wir mittlerweile genug. Jetzt ist die Wolle wahrscheinlich gerade erst angekommen, weil Morris da war, ne? Genau, wir importieren die hier? Nee. Stimmt, wir importieren die unten. Dann kommt er das nächste Mal in 9 Minuten. Dann werden wir das noch ein bisschen höher drehen. Machen wir 400 raus. So. Und dann schicken wir gerade noch ein paar Baumaterialien rüber und werden dort noch ein bisschen vergrößern. Damit wir hier keine Probleme haben. Aber wie gesagt, wenn ihr da mit dem Zügen was wisst, ob was ich da besser machen kann, beziehungsweise warum die alle ein Ziel anfahren, das wäre schön, wenn ihr das mir sagen könntet, damit ich nicht doof sterbe. Weil das regt mich echt schon ein bisschen auf. Und das habe ich schon öfter beobachtet, dass sie jedes Mal nur ein Ziel anfahren. Ich meine, jetzt haben sie alle wieder, ne? Aber muss ja nicht sein. Das wäre nur in Ordnung, oder was? Jetzt kommen sie alle nach Hause. Jetzt fahren sie hier hin, okay. Ganz komisch. So, komm mal her. Dann bauen wir noch ein paar Schneidereien. Nähmaschinen, fehlende Waren. Okay, dann ist kein Wunder. Stimmt, wir haben ja den Import auch abgebrochen. Das habe ich ganz vergessen. Da müssen wir natürlich auch ein paar Sägewerke abreißen. Damit wir genug Holz produzieren, damit wir da unten auch genug Holz haben. Jetzt haben wir wie viel? 4 noch? Oder wie viel haben wir noch? Wir gucken mal. 6 und 12 Holzleuten, das langt locker. Und 6 Sägewerke langt auch für uns. Völlig in Ordnung. Und notfalls machen wir noch ein, zwei Forsterhütten dabei. Aber dann ist auch kein Wunder, dass wir keine Nähmaschinen haben. Deswegen werden wir da gerade noch nicht ausbauen, sondern nur die Schneidereigeschichte. Wir brauchen auch mehr Erze. Ja, das ist logisch. Machen wir mal 50 raus. So, und hier auch 50. Und dann liefern wir bald noch ein bisschen mehr Sekt hin. Weil Sekt haben wir ja immer wirklich genug. Upsala. Aber wir können uns nochmal einschleimen. Leicht erhöht. Sehr schön. Sehr wahrscheinlich. Machen wir nochmal? Ja, okay. Ja, halt die Klappe, Mensch. So, gut. Und hier nicht Angriffspakt 30 Minuten. Danach werden wir den erneuern und dann nehmen wir die Insel weg. Vorbereitet haben wir alles. Dann geht's an das Eingemachte. So. Dann bauen wir noch ein paar Schneider dabei. Wo ist es? Ne, das sind Nähmaschinen, Tobi. Da ist der Schneider. So, eins. Okay, das machen wir ein bisschen anders, weil ich habe gesehen, dass wir, wenn wir das da drüber bauen, ja, noch eine hinbekommen. Gut, so sitzt es, so auch. Und hier können wir noch quer einsetzen. So, reicht erstmal. Werden wir weiter beobachten. Dann gucken wir gerade mal, wann das nächste Mal das Gold kommt. Wie machen wir das hier? Eine setzen wir noch. So. Von mir aus freigegeben. Nein! Nicht kaputt machen. So. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Alles klar, der mag mich richtig heute. Machen wir natürlich, lösen wir das auf. Passt. So. Okay. Wie sieht es alles andere aus hier? Nicht, dass wir noch irgendwie ein Problemchen haben, wovon wir nichts mitkriegen. Nähmaschinen ist klar, haben wir gerade geregelt. Pelzmittel haben wir auch geregelt. Alles andere luppt super. Brillen nehmen ab, das ist normal, weil wir sie jetzt auch gerade anfangen zu exportieren. Quarz, reicht es? Müssen wir beobachten. Ansonsten werden wir da ein bisschen importieren, weil wir haben nicht mehr genug Wasser, also Küstenfläche benutzen können. Hier steht schon wieder, er braucht Quarzsand. 9, es geht aber ein bisschen hoch eher, ne? Oder täuscht das gerade? 9. Ja, wir werden es zukünftig ein bisschen importieren. Das wird zu eng. Das ist zu eng. Weil das hier reicht nicht. Wir arbeiten zwar mit Strom. Aber das reicht nicht. Und wir brauchten das, glaube ich. Moment, jetzt haben wir da, hab ich eine Idee. Wir haben ja für Handel den Insellagerplatz. Wo wir kommen momentan eh noch nicht hier hin, weil der Palast nicht ausreicht. Dann können wir bis zumindest vorübergehend die Produktivität erhöhen.
um 300% und setzen hier ein Hafengebäude hin. Hafenmeisterei. Frage nur, wohin? Ach, wir brauchen Einfluss dafür. Ernsthaft? Okay. Dann ein paar Ingenieure wieder, müssen wieder rankommen hier. Aber das ist ja nicht das Problem. Wollen wir ja eh. So. Aber 24. Wieso konnte ich den gar nicht mehr ausbauen? Jetzt geht's wieder. Brauchen wir ein paar Handwerker wieder. Welchen Bereich? Welchen Bereich? Hier, ne? So, schön zum Stadtkern hin. Allemand aufrüsten. So. Sehr schön. Und jetzt dürften wir auch eigentlich die Hafenmeisterei bauen. Haben wir das schon platziert gehabt? Nee, ne? Doch, da ist er. Nee, das ist die von der Fischerei. Hoppala. Aber arbeiten nicht schon schneller? Wir kümmern uns hier um alles. Perfekte Produktivität 160%. Weil die müssten ja eigentlich jetzt hochgehen. Wir setzen sie mal rein. Wir haben kaum Platz, ne? Ist so blöd. Hatten wir hier keine mehr zwischen? War zumindest testweise. Ja, geht direkt hoch, ne? Ja. Funktionieren tut es auf jeden Fall. Die gehen allesamt hoch. Aber dann müssten die doch auch eigentlich so schnell arbeiten. Kommt der Palast da nicht hin? Nee, da kommt er nicht hin. Gut, da müssen wir irgendwie gucken. Wir würden ja im Prinzip sogar einsparen, wenn wir die hier abreißen. Und das hier hinsetzen. So. Kaisstraße weg. Na, abreißen, Mensch. Ah, nicht ausbauen, abreißen. So. Und dann müsste das jetzt locker hochgehen. Ja, ja, okay. Wie viel bekommen wir jetzt insgesamt? Lass uns gerade mal laufen. 440%, das ist schon ordentlich, ne? 450. Wir sehen es ja gerade. Produktivität 100+20%. Wieso macht er gerade nicht? Voller Warenausgang. Ach so, okay, er macht gerade. 100, 120, 420, 520% ist gerade das Maximum. Und dann sollten wir auch mit dem Quarzsand klarkommen. Okay, wie viele Touristen haben wir? Es mangelt an Gastfreundschaft. Ach. Die Bedürfnisse der Gäste werden nicht erfüllt. Ah, natürlich werden die erfüllt. Aber sowas von. Schmuck kommt doch bald rein. Darum haben wir uns doch schon gekümmert. 11 Minuten, siehste, lobt alles. Okay, 1500 Touris wird das nächste sein, was wir machen müssen, damit wir den Eiffelturm weiter ausbauen können. Dann müssen wir mal schauen, wie wir die Hotels setzen, weil ich glaube, hier vorne alles zu machen wäre Quatsch. Also ein bisschen in der Stadt verteilen. Mal schauen. Okay, sehe ich gerade Investoren. Die brauchen auch schon ein Bankhaus, ne? Bauen wir es mal aus. Müsste aber ein bisschen mehr Geld geben. Ja. Hier auch noch. Habe ich ganz vergessen, dass die Ingenieure auch schon das Bankhaus bekommen. Okay, in diesem Sinne sind wir heute fertig. Alles geschafft, was ich wollte. Wir haben wahrscheinlich noch keine Ware da fürs Restaurant, ne? Nee. Das wird beim nächsten Mal eintrudeln. Und dann haben wir auf jeden Fall einen neuen Buff mit Fische, Wurst und Fleischkonserven. Ich schätze mal, da möchte auch die liebe Touristendame, dass wir dort weiter ausbauen und das nächste Rezept ausprobieren werden. Aber das werden wir sehen. Dann hoffe ich, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr der Folge einen Daumen nach oben da lasst und den Kanal kostenlos abonniert. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.